Willkommen zurück zu einer neuen Folge Super Mario Galaxy 2. Wir betreten die Glitzerstrand-Galaxie und versuchen irgendwie auf diesen Wolkenturm hinaufzukommen. Ah, Glitzerstrand-Galaxie, ja, das ist, das hat uns schon sehr erfreut. Ich frag mich immer noch, wo dieser dumme Knochen trocken ist. So, Luigi könnten wir hier auswählen. Ich glaube, damit man Luigi freischalten kann, muss man ihn auch wirklich auswählen. Das ist... Also so wirklich, also man kann ja später, wenn man ihn oft genug auswählt, sagt Luigi sich dann, ey, Alter, du kannst mich jetzt, wann immer du willst, anwählen, indem du einfach durch diese Tür gehst und, ja, dich dann auswechseln lässt. Ist natürlich sehr logisch. So, also der Stern sollte eigentlich recht kurz sein. Und zwar geht es darum, dass wir erstmal eine Wolkenblume brauchen, um überhaupt den Turm erklimmen zu können. Und was sagt der da? Der schaut ja schon so ganz bedrückt auf den Turm. Puff, puff, puff. Ich mag das, wenn die so sauer werden. Endlich ist dieser Turm fertig. Ich habe gehört, dass der Eingang am Meeresgrund sein soll. Warum nur? Der Turm ist fertig. Also ich sag's mal so. Der Turm, der war schon die ganze Zeit fertig. Ihr habt nur den Korken da nicht rausgenommen. Diese komische Wand, die davor war. Also das kann wahrscheinlich der Unterschied gewesen sein. Und wer den Turm fertiggestellt hat, das... Weiß auch niemand. Boah, wie viele von diesen... komischen Stacheldingern sind denn hier? La 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 la. Da 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 da. Ich will da rein. Ja, ja, ja. Ich will in den Kreis. Ich will in den Kreis der... Komm, geh doch da rein, Mario. Hier ist doch Wasser. Da, genau. So. Meine Güte, ist immer so ein Problem, in kleinen Tunneln zu schwimmen. Ah. So, dadurch erscheint jetzt erstmal eine Wolkenblume. Und wenn wir uns dann über diesen Launcher zu dieser Wolkenblume hinbegeben, können wir diese nutzen, um weiterzukommen. Und jetzt will man nochmal eine neue Taktik aufwenden. Ich glaube, damals im Spiele, in diesem Spielekatalog, in diesem, früher gab es da bei den Spielen, das wissen die meisten heutzutage gar nicht mehr, da gab es bei den Spielen immer so ein kleines Heft mit bei, das die ganze Steuerung und so weiter erklärt, ne? Das fand ich immer ganz nett. Aber hier hat man das einfach überhaupt nicht beachtet. Beziehungsweise, das war denen einfach scheißegal. Nee, das hat man hier schon beachtet. Nur heutzutage ist es jedem scheißegal. Und da stand unter anderem drin, wie man diese Flöße benutzt. Das kann auch in dieser Demo. In Super Mario Galaxy 2 gab es auch so eine CD mit, wo man auch nochmal die Steuerung so erklärt bekommt. Die konnte man dann über, ich glaube, einen DVD-Player. DVD-Player? Ja, ich hab gerade irgendwie an Kassettenrekorder gedacht. Kassettenrekorder. Guter Witz, ne? Ja, die kann man dann, die CD kann man dann über den Kassettenrekorder abspielen. Was hast du denn da Sonderbares mitgebracht? Eine Wolkenblume? Naja, aber jetzt, wo du schon mal einmal hier bist, sollten wir sie wohl gleich auch Wurzeln schlagen lassen. Über Kassettenrekorder, ey, Alter. Das habe ich auch lange nicht mehr gehört, Kassettenrekorder. Das ist, meine Güte. Ich habe ja sowas noch mitbekommen, ne, Kassettenrekorder. Heutzutage, keine Ahnung, DVD-Player, halt wie gesagt. Wobei, man kann eigentlich auch diese CD über die PS2 abspielen. Und so habe ich das dann damals gemacht. Ist eigentlich recht geil. Wobei, das müsste eigentlich auch über den PC gehen, von daher. Ja, über das ganz normale Laufwerk. Ich könnte es mir so vorstellen, ich hoffe es jedenfalls. So. Kettenhundfabrik. Die Heimat des goldenen, der goldenen Kettenhunde. Auch wenn es eigentlich nur ein goldener Kettenhund ist, aber... Das, die Logik lassen wir jetzt mal außer Acht. Es geht hier nur um Kettenhunde. Kassettenrekorder. Da hat man ja damals noch Kassetten reingetan, ne? Wo man dann diese komischen Filmstreifen hatte, diese schwarzen, die man dann einfach... Die halt Abspielbänder haben, ne? Die Kassetten halt haben. Das ist halt eine Kassette gewesen. Das ist... Kann ich nicht ändern. Ah. War halt früher so.
Das war halt früher so. Muss ich hier eigentlich noch was machen? Achso, das Teil. Ja, wir müssen die Kettenhunde jetzt so gesehen eskortieren. In dem Fall bis zu ihrem Loch. Nicht in ihrem Geburtsloch, sondern ja, an einem Ort, wo dann auch wirklich so ein Sternkreis erscheint. Was dann schon sehr hilfreich für uns ist in dem Fall. Kassettenrekorder. Ich kann das einfach nicht lassen, weil das ist einfach so... Ach. Nee, aber ich habe gerade Kassettenrekorder und DVD-Player verwechselt. Das war halt so etwas, wo ich mir gedacht habe... Ne? Wieso? Ach komm, ich habe keinen Bock auf diese Würfelspielchen. Wir gehen das Level ganz normal durch. Ja, am besten auch direkt im Kettenhund landen, ne? Why not? Das wäre bestimmt auch ganz chillig. Ah, und hier gibt es eigentlich auch so eine Art Secret, beziehungsweise... ja, nicht Secret, sondern... Wie heißt das? Easter Egg. Wobei ich auch nicht wirklich sagen würde, dass das ein Easter Egg ist. Ich zeig's einfach mal. Und zwar, wenn wir hier oben auf das Gebäude gehen, dann kriegen wir zum einen sehr viele Sternteile und man sieht so eine Art Pac-Man. Ne? Auf der anderen Seite soll das ein Kettenhund sein, von daher ist es nicht wirklich ein Pac-Man Easter Egg, sondern einfach nur... Ja, wie soll ich sagen? Ein Kettenhund, ne? Ich meine, ich glaube, Pac-Man hatte auch nicht wirklich... Hatte Pac-Man früher auf diesen 8-bittigen wirklich solche Augen? Nee, ne? War das einfach nur diese gelbe Kugel mit... Ah, oh, scheiße. Die gelbe Scheißkugel. Heutzutage hat er natürlich Augen, ne? Andernfalls wäre das ein bisschen komisch. Aber da wir hier gerade in der Kettenhund-Galaxie sind, Kettenhund-Fabrik-Galaxie, ist natürlich logisch, dass das ein Kettenhund sein sollte. Also vertauschen wir jetzt einfach mal nicht irgendwelche logischen Sachen. Logische Fakten. So. Erstmal alles mitnehmen. Erstmal alles wie ein Sauger mitnehmen. So. Dann können wir weiterreden. Da drüben sehen wir schon den goldenen Kettenhund. Auch den müssen wir jetzt wieder eskortieren. Problem dabei ist nur, dass wir selbst nicht attackiert werden sollten. Was auch ganz schnell passieren kann. So, der geht hier rüber. Bewegt sich dann über die Schienen hier hin. Müsste dort eigentlich auf der anderen Seite safe sein, soviel ich weiß. Und alles, was wir jetzt noch machen müssen, ist diesen Schalter zu drücken. Und zwar im richtigen Moment. Ah, das wird spannend. Schafft er es? Schafft er es nicht? Schafft er es? Schafft er es nicht? Ah, ich denke mal, er schafft es. Vor allem, da ist doch keine Gleise. Wie hat er da denn... Ach egal, ich frag nicht. Wie ist er denn von dort aus dann so über die Gleise, auf die Gleise gekommen ist? Verstehe ich einfach nicht. So. Auf jeden Fall ein sehr einfacher Stern. Man darf sich halt nur nicht von den ganzen Gegnern irritieren lassen. So. Das hätten wir. Boah, 55, ey. Ich mache... In meinen Sessions ist es teilweise echt ein bisschen extrem, ne? So, wir hätten jetzt sogar die Möglichkeit, zum Bowser-Level zu kommen. Machen wir das noch? Ich glaube eher weniger. Mario, ein Brief für dich. Bitte nicht. Achso, Bröselbrock, okay. Ich habe da ein Anliegen, für das ich deine Hilfe gebrauchen könnte. Komm zu mir in die Bröselbrock-Galaxie. Ich warte dort auf dich. Ja, okay. Es ist schön, Toad, dass du uns diesen wundervollen Brief zeigst. Also, der Roboter braucht unsere Hilfe. Aber zuvor machen wir natürlich die Kettenhundfabrik-Galaxie. Ist natürlich logisch. Ha! Wieso auch anders, ne? Wieso auch anders? Federleicht durch die Kettenhundfabrik. Boah, ich muss mich erstmal wieder ein bisschen richtig hinsetzen. Ah. Ist sowieso jetzt so fast die letzte Folge, die ich aufnehme? Ja, doch, ist die letzte Folge, die ich für die Session aufnehme. Danach dürfte ich eigentlich auch genug Vorrat für ja, den Urlaub haben. Das dürfte eigentlich logisch sein. Ich hoffe es. So. Oh nein! Du wurdest zu Feder, Mario. Drück im richtigen Moment A, um besonders hoch zu springen. Wuhu. Es ist das spaßigste Item im ganzen Spiel. Ich habe so viel Spaß mit meiner neuen Feder-Mario-Figur. Und meinem neuen Muschelauto. Wundervoll. Wuhu. Ich glaube, damit kann ich meine Freunde auf der nächsten Geburtstagsparty beeindrucken. Feder Mario. Immer wieder.
ein toller Partykracher. Immer wenn ich ihn raushol, holen andere die Witzebücher raus, weil die viel besser und unterhaltsamer sind. Wenn ich mit Feder Mario spiele, kann mir keiner das Wasser reichen, weil Feder Mario einfach witzig ist. Und Feder Mario ist Feder Mario. Doch das sollte sich ändern. Oh nee, ich habe keinen Bock auf Feder Mario. Machen wir es zu Ende. Ist ja nicht mehr viel. Ich mache schon die halbe Mission und quengel nur rum, ne? Boah, aber nee, Feder Mario ist einfach... Oh. Es ist so unnötig und dumm. Ich habe keinen Bock auf Feder Mario. Man soll Feder Mario einfach tot lassen. Ja, wenn wir A drücken, dann springt Mario ein bisschen höher. Also wenn wir praktisch uns auf dem Boden so ein bisschen aufladen. So ein bisschen spannen. So, einmal hoch und dann haben wir es. So, und jetzt will ich den kleinen Sprungtypen nie wiedersehen. Genannt Feder Mario. Unser Name war Feder Mario. Aber das sieht gut aus. Das Item wird schon mal hier ins Lager gelegt. Damit es hier nie wieder rauskommt. Das ist ein gutes Zeichen, auf jeden Fall. Nun mal ganz langsam. Das ist eine... Na was schon? Eine Sprungfeder? Wie dieses Ding, das Boy Joy Joy Joying macht, wenn du draufschlägst? Luba, du hast geraucht. Du hast sowas von geraucht, Alter. Du bist sowas von high, Alter. Boah. Geh dich einweisen, Luba. Boy Joy 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 Ding, ey. Boah. Und das hier, das ist Boy Joy 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 Boy Boy LP HD Crafter, ja? Abonniert ihn alle auf YouTube. Das ist... Ach, keine Ahnung. Guck mal, einmal den Feder Mario, schon bin ich so runtergezogen. Weil das auch keinen Sinn macht. Wir machen stattdessen jetzt die nächste Bowser-Galaxie. Die dürft ihr noch reinhauen in 7 Minuten. So. Bowsers Schwerkraft. Boah, ich kann gar nicht mehr sprechen. Boy Joy 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 Joy. Boy Joy Joy, nein, das ist die Bowsers Schwerkraftsparcours. Das ist Bowsers Schwerkraftsparcours. Ohne Galaxie. So. Bowsers Schwerkrafts. Oder Schwerkraftschlamassel. Ich hätte Schwerkraftschlamassel. Aber gut, dann wäre das zweimal Essen, dann wäre das Kacke. Ich weiß nicht. Einfach nur Kacke. Willkommen in der Galaxie. Wo du dich erstmal schön sonnenbräunen kannst. Ey, Knochentrocken. Hast du deinen Kumpel in der Sonnenstrandgalaxie da liegen gelassen? Das war ja nicht die Glitzerstrandgalaxie, oder? Nee, doch, das war die Glitzerstrandgalaxie. In Galaxy 1 war das die Glasstrandgalaxie. Ja, weil Glitzer und Glas. Ich sag's mal so. In der einen Galaxie kann man sich schneiden. In der anderen ist eher so ein bisschen Glimmer und Glamour angesagt. Ja. Für die Stars und Sternchen, ne? Natürlich. Hallo, meine Sternchen. Heute? Das sollte man echt mal bringen. Hallo, meine Sternchen. Und dann nennt man den Kanal sowas wie, Lucky Star oder was weiß ich. Es ist, was weiß ich, ja. Ja, aber sowas könnte man echt bringen, Alter. Jetzt bleib da und hör auf, dumm rumzurennen, okay? Wir wollen die Galaxie nur überleben, mehr nicht. Überleben. Die Galaxie wird jetzt hier noch für 5 Milliarden Jahre dort sein. Doch wird Mario die Galaxie überleben? Ja, wahrscheinlich. So, tschüss mit dir. Tschüss mit dir. Habe ich auch noch nie gehört. Wir müssen ja eigentlich jetzt schon den, die Kometenminze haben, ne? Die war ja eigentlich relativ offensichtlich. So. Da, 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 da. Ra. Boah, hier musste ich auch immer an Super Mario 64 denken. Wie man auch vor allem unter die Beine dieses Steinblocks durch kann. Einfach so. So. Ja, im Allgemeinen ist diese Galaxie gar nicht mal so lang. Ey, pass auf, wo du hingehst. Und du auch übrigens, Goomba. Alter. Und ich sollte aufpassen, wohin die Schwerkraft mich führt. Wäre nicht ganz so toll, wenn es irgendwo ist, wo es Probleme bereitet. Hier ist ein Leben, okay. Da wird später noch was ganz anderes sein. Ich glaube, der Stern vom Kometen wird da später spawnen.
Da verlangt man dann ein bisschen mehr, aber gut. So schwierig ist das ganze Geschehen dann doch nicht. Wir öffnen jetzt die einzelnen Tore zu Bowser und vielleicht kriegen wir hier nochmal einen Max-Pilz. Komm, normalerweise werden wir jetzt zugeballert mit den Dingern. Ja, war doch klar. Was sagst du? Ein Meteorit, bringe ihn mit der Stampfattacke dazu, die Tür aufzubrechen. Auch wenn du das schon 1000 Mal gemacht hast. Aber gehen die davon aus, dass das hier das erste Bowser-Level ist? Echt ein bisschen komisch, ne? Ich würde es komisch nennen, ja doch, schon ein bisschen. So, auf zu Bowser. Er ist nicht zu Hause? Ist er etwa schon weg? Ah, sieht nicht so aus. Er wollte uns nur ein bisschen erschrecken. Wow, du hier? Nun gut, immerhin bist du mein Erzfeind, daher ergibt das Sinn. Natürlich. Bist zwar übel sauer darüber, dass er gerade hier ist, aber ist er nur der Erzfeind, ne? Dann macht das Sinn, dann kann ich dir das schon verzeihen. Aber bis hierhin und nicht weiter, Mario. Ich werde dich jetzt zu Sternstaub zermalmen. Schon wieder dieselbe Leier? Meine Güte. Dann gibt er uns noch nicht mal so einen dummen Schlüssel, wenn wir ihn besiegt haben. Ah, er fängt jetzt also schon an mit dem Schlagen. Das ist sehr interessant. Beim letzten hat er erstmal mit Meteoriten gefeuert. Aber jetzt scheint er es wirklich ernst zu meinen. Na komm. Mach deine dummen Meteoriten, ne? Asteroiden, Meteoriten. Dann können wir uns auch diesen Steinen annehmen. Fuck. Auch nochmal schön auf dem Planeten, ne? Ach du Kacke. Man sieht schon, der Kampf, der ist ein bisschen länger als der erste. Allein dadurch, dass er jetzt erstmal hier zweimal schlagen muss. Was ich aber auch schade finde, ist, dass es hier keinen Chor gibt. Wie in Galaxy 1. Ah doch, hier gibt's einen Chor. Oder war das nur hier? War der Chor hier oder in Galaxy 1? Da möchte ich jetzt gerade mal drauf achten. Im finalen Bosskampf gibt es auf jeden Fall so einen Chor. So, Bowser, der nächste Schlag. Schön in den Hals rein. Schön auf die Gurgel. Ja. So. Naja, werd wütend. Ich glaube, jetzt wird er erstmal Feuer spucken, oder? Ja, alles gleichzeitig. Der hält sich für richtig cool. Für einen richtig coolen Burschen. La 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 la. Hier. Komm her. Wir haben Meteoriten zum Frühstück. Du kannst sie haben. Wenn du willst, kannst die haben. Sind doch billig, kosten 9,50. Sehr teuer, aber für einen Koopa King natürlich alles wert. Er ist reich. Und riesengroß. Er hat bestimmt auch Riesenmünzen. Hat einen Riesengeldbeutel. Ach du Scheiße. Aber ich habe voll die Hand getroffen. Zu meiner Verteidigung. Eigentlich habe ich voll die Hand getroffen. Seine fette Faust. La 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 la. Fast. Eigentlich bin ich ins Feuer gegangen. Da bin ich ganz ehrlich. Ich hätte. Oh fuck. Fuck. Das läuft alles nur Scheiße. Komm her, Bowser. Mach deine dumme Attacke. Ach, der macht doch nur zwei Meteoriten, merke ich gerade. Gar nicht mal drei. So, jetzt bist du aber dran. Wenn ich den nicht daneben verschieße, dann zielt er auf den Panzer. Er zielt auf den Panzer. Mario, was soll ich nur mit dir machen? Du könntest mal wieder Super Mario 64 spielen. Ist sowieso besser als dieser ganze Schmarrn hier. Ja. Schön drauf, ja, so macht man's. Nach 10.000 Jahren haben wir endlich mal Bowser getroffen. So, was sagst du? Gibst du endlich auf? Ergib dich, Bowser. Du bist umstellt.
Was? Wie konntest du? Aber warte nur, du Dummerchen. Dummerchen? Boah, voll die Beleidigung. Du hältst mich nicht auf. Mein Plan ist schon zu weit fortgeschritten. Ja, ja, immer dieselben Floskeln. Von einem Bösewicht. Aber wir kriegen den Stern. Guck mal, vor allem erfährt man überhaupt nichts über seinen Plan. Man erfährt überhaupt nichts über seinen Plan, aber er hat einen Plan. Das ist gut. Er sagt nicht, worum es geht. Er will einfach nur zum Zentrum des Universums und irgendwie sein eigenes großes Reich erschaffen. Aber wie er das genau macht, das ist ein Rätsel. So. Ich würde sagen, wir bringen diesen Stern nochmal nach Hause. Ja. Ein Weltentor hat sich geöffnet. Oder wurde geöffnet. Das heißt, somit kommen wir jetzt eigentlich schon in die fünfte Welt. Normalerweise sind es 8 und die 7. ist dann die vorletzte. Du hast es geschafft. Das war der 4. große Powerstern. Ein weiterer Kampf gegen den Unhold, den da. Was? Ein weiterer Kampf gegen den da. Gegen den Unhold da. Den da. Ist etwa stärker geworden? Du siehst ein wenig erschöpft aus. Der hat mich ein bisschen hingehalten, ne? Hingerichtet. Wir müssen den Unhold unbedingt aufhalten, bevor er noch mehr an Kraft gewinnt. Also, machen wir weiter. Ich sag mal, alle Mann an Bord. Und leinen los, Steuermann. Boah. Dann geht es jetzt ja los. In die nächste Welt.